Hallo, mein Name ist Jonas Gerber. Ich bin Physiotherapeut im Universitätsspital Zürich. Ich zeige euch heute zwei Übungen, wie ihr eine Kreuzbandverletzung vorbeugen könnt. In der ersten Übung geht es darum, die seitliche Gesäßmuskulatur zu trainieren. Das ist wichtig, weil die dagegen wirkt, wenn sich die Knie nach innen drückt. Und das ist der häufigste Verletzungsmechanismus in einer Kreuzbandverletzung. So, zur ersten Übung. Wir lehnen hier auf einem Bänkchen an, dürfen die Hände hier einstützen, ziehen die Zehen auf, das ist noch wichtig, und dann stossen wir euch so nach oben. Die Hüfte wird schön gestreckt und achtet darauf, dass ihr hier nicht abbrüllt. Wir können noch ganz runter und wieder rauf. Ganz runter und wieder rauf. Gut. Machen die Übung doch jede Seite zweimal, jeden zweiten Tag, immer 10 Wiederholungen. Und wenn das dann zu einfach ist, dann könnt ihr hier Zusatzgewicht drauf nehmen. Bei der Übung Nummer 2 geht es wieder um die seitliche Gesäßmuskulatur, damit wir das Knie besser stabilisieren können. Gut, ihr geht in diese Position. Manche nennen das Side Plank. Stützen hier aufs untere Knie. Das ist in 90 Grad abgestellt. Das obere Bein strecken hier. Nachher senken das Gesäß ab und lupfen es wieder. Das obere Bein ist voll abgespreizt. Ihr geht auf und ab. Achtet darauf, dass das Becken stabil ist, dass ihr die Hüfte voll streckt. Ganz genau. Das machen wir auch 10 Mal pro Seite. Das je zweimal, jeden zweiten Tag. Wenn ihr es schafft, die beiden Übungen jeden zweiten Tag konsequent durchzuziehen, dann werdet ihr schon nach 2 Monaten merken, dass eure Beine sich stabiler anfühlen. Ihr werdet besser wandern können, ihr werdet das beim Joggen merken oder einfach im Alltag euch besser fühlen.